Ja, ein Thema außer der Reihe. Ich möchte gerne mit euch etwas in den Psalm 71 schauen. Und das Thema heute ist auch etwas besonders. Man könnte es nennen mit Gott älter werden oder Gott erleben in jedem Lebensabschnitt. Wir sind hier eine Gemeinde mit vielen, ja, 100 Leuten, ganz unterschiedliche Menschen, die hier zusammenkommen. Und auch in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und eben auch in ganz unterschiedlichem Alter. Die Älteste unter uns ist, glaube ich, die Gretel Claes mit 95, wenn das richtig ist. Und die Jüngste, ja, ich habe nachgeguckt. Und die Jüngste, wer weiß das, dürfte die Tabitha Moog sein, Tabitha Marie Moog. 0 Jahre. Und genau dazwischen ist die Svenja. Mit 30, ja. Und ihr alle seid irgendwo auch dazwischen. Und ich auch. Und jedes Alter hat so seine besonderen Herausforderungen. Also wenn ich eingeladen werde, schon mal zu Jugendlichen zu sprechen, dann suche ich mir ein Thema raus, was eher so für die Jugendlichen präsent ist. Dann halte ich aber auch bei mir auf der Arbeit im Altenheim schon mal eine Andacht. Da rede ich jetzt nicht über soziale Medien, sondern über manch anderes Thema. Und so bringt jedes Alter so seine Herausforderungen mit. Und ich denke, dass auch der Psalm 71, aber die Bibel insgesamt auch darauf eingeht, dass jedes Alter seine Probleme hat, seine Herausforderungen, aber auch seine schönen Seiten. Ich persönlich bin irgendwie so genau auch in der Mitte des Lebens. Der Herr Jesus war 33 Jahre alt, da heißt es über ihn, in der Mitte seiner Tage ist er abgeschnitten worden. Oder der Psalm 102 sagt das prophetisch: Mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Mitte meiner Tage. Also auch ich mit 35, schon etwas älter, bin auch irgendwie in der Mitte meiner Tage. Habe selber kleine Kinder, dort viele Einblicke so ins ganz Kleinkindalter. Ja, bin in der Freizeitarbeit aktiv, aber auch in der Jugendarbeit, darf mich dort mit Jugendlichen beschäftigen und viel Gemeinschaft haben und beruflich eben im Altenheim tätig, um dort eben mit den älteren Geschwistern und mit den älteren Menschen tagtäglich in Berührung zu kommen. Und so habe ich Einblicke doch auch in verschiedene Lebenssituationen des Alters. Und wie ich schon gesagt habe, bringt jedes Alter irgendwie auch seine eigenen Themen mit. Und ich möchte heute versuchen, das alles so ein bisschen zusammenzubringen, anhand vor allen Dingen auch von Psalm 71. Psalm 71 ist sehr, sehr vermutlich von David geschrieben, auch wenn das hier nicht erwähnt ist. Allerdings wissen wir, dass Psalm 31 von David geschrieben wurde und die ersten drei Verse sind nahezu identisch. Und deswegen dürfen wir schon auch ableiten, dass es David war, auch deshalb, weil Psalm 70 und 72, also dieser Psalm 71, ist genau eingebettet in Psalmen Davids. Und in Vers 22 dieses Psalms heißt es auch noch, dass der Autor dieses Psalms Harfe spielen kann. Und auch da kommen wahrscheinlich dann nicht mehr allzu viele Alternativen in Frage. Davon dürfen wir sehr stark davon ausgehen, dass David diesen Psalm verfasst hat. Und in diesem Psalm, in diesen Versen, wir werden uns nur einige anschauen, spricht David vom Kleinkindalter, von seiner Geburt, wo er noch im Mutterschoß war. Er spricht aber auch von der Zeit seiner Jugend. Er schreibt diesen Psalm wahrscheinlich in der Mitte seines Lebens, vermutlich als er auf der Flucht war vor Saul, vielleicht auch etwas später, als er auf der Flucht war vor seinem Sohn Absalom. Und er blickt schon hinaus in diesem Psalm und sagt oder redet von der Zeit, wo sein Haar einmal ergrauen wird, vom Greisenalter spricht er eben auch in diesem Psalm. Also er gibt einen Rückblick, einen aktuellen Stand seines Lebens und er macht einen Ausblick in die Zeit des Alters. Und das ist ganz praktisch, denn ausgerechnet von David lesen wir ja in der Bibel aus ganz verschiedenen Lebenssituationen relativ viele Informationen über sein Dasein. Also wir erfahren von David etwas in der Bibel, als er noch sehr jung war. Er beschreibt in den Psalmen auch, wie er geboren ist, aber vor allen Dingen, wie er gelebt hat. Das erfahren wir dann, als er zum König gesalbt wird, als sehr junger Mann noch, wie er sich dem Goliath entgegenstellte, also seine Jugendzeit. Wir werden mit hineingenommen.
Das wissen wir jetzt von vielen anderen in der Bibel nicht direkt, aber bei David haben wir tiefe Einblicke in sein Leben als junger Mensch. Aber er hat 40 Jahre regiert und auch da nimmt die Bibel uns mit hinein und so lesen wir viele Kapitel in der Bibel über sein Leben im Erwachsenendasein. Und die Bibel verschweigt uns auch nicht sein Leben im Alter, sondern es wird uns sehr genau sogar beschrieben in 1. Könige 1 beispielsweise, wie er alt geworden ist, wie er auch am Sterbebett lag und letztlich wird uns sogar auch berichtet, wie er dann verstorben ist. Und deswegen ganz praktisch, dass dieser Psalm auch von David ist, dass es nicht nur irgendwie in der Theorie für uns erkenntlich ist, sondern dass wir auch die praktischen Beispiele aus Davids eigenem Leben kennen, die wir vielleicht schon aus der Sonntagsschule noch in Erinnerung haben oder weil wir selber uns diese Texte angeschaut haben. Ich möchte einmal Psalm 71 lesen, zumindest die ersten 9 Verse. Da schreibt er: Zu dir, Herr, nehme ich Zuflucht. Lass mich niemals beschämt werden. In deiner Gerechtigkeit befreie mich und errette mich. Neige dein Ohr zu mir und schaffe mir Rettung. Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich stets gehen kann. Du hast geboten, mich zu retten, denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, errette mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen. Denn du bist meine Hoffnung, Herr, Herr, meine Zuversicht, von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterschoß an. Aus meiner Mutterleib zogst du mich hervor. Von dir ist stets mein Lobgesang, oder für dich ist stets mein Lobgesang. Vielen bin ich wie ein Wunder, du aber bist meine starke Zuflucht. Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht. Vielleicht bis hierhin. Wir merken schon, wenn wir diese Verse lesen, David ist in einer schwierigen Situation gewesen, vermutlich auf der Flucht. Jemand trachtet nach seinem Leben, Feinde haben sich zusammengetan, um ihm zu schaden. Und dann erlebt er in dieser Not Gott. Und er schreibt das nieder, seine Seele ist überwältigt, er verfasst das in verschiedenen Psalmen, so auch in diesem Psalm hier. Und er schreibt und nimmt uns mit hinein in seine Gefühlswelt, wie es ihm damals ergangen ist. Und bei alledem merkt er, seine Zuflucht, seine Rettung ist Gott. Menschen, auf die er vorher vertraute, die vielleicht vorher noch freundlich gesinnt waren, die haben sich abgewandt. Und er merkt, die einzige wahre Zuflucht, der einzige Halt in meinem Leben, den gibt es bei Gott. Und auch das dürfen wir schon ableiten auf unser Leben, egal in welchem Alter wir sind. Das, was wirklich hält, was trägt, das, wo wir oder dort, wo wir wirklich Zuflucht nehmen können, das ist bei dem ewigen Gott. Wenn alles andere wegbricht, Gott bleibt. Und David erlebt das und erfährt das und er schreibt das nieder, damit auch wir ähnliche Erfahrungen machen. Hier in Vers 5 schreibt er: Du bist meine Hoffnung, Herr, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Also David nimmt uns mit hinein in seine Jugendzeit und wir wissen das, er war Hirte, er war ein treuer Diener im Hause seines Vaters. Das, was man ihm gab an Aufgaben, das hat er treu verwaltet, hat aber dann Gott erlebt im Alltag und war dadurch auch in der Lage, große Siege zu feiern mit Gottes Hilfe. Er kämpfte gegen Goliath, er siegte gegen Goliath, weil er Gott vertraute in seiner Jugend. Und er war ein gottesfürchtiger König, ein Vorbild. Er vertraute Gott von seiner Jugend an. In Vers 6 heißt es hier: Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterschoß an. Aus meiner Mutterleib zogst du mich hervor. Vor dir ist stets mein Lobgesang. David erzählt uns, auch wenn er sich sicher nicht mehr daran erinnern kann, wie Gott ihn geschaffen hat, wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorging und wie er auch im Rückblick weiß, die ganze Zeit hat Gott über ihn gewacht. Gott hat ihn umsorgt und getragen. Und dann Vers 9, der Ausblick nach vorne ins Alter, da fleht er Gott an: Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters beim Schwinden meiner Kraft. Verlass mich nicht. Also er blickt zurück,
Er hält inne in der Gegenwart, blickt aus in die Zukunft. Aber in Vers 14, da fasst er das alles zusammen und sagt, ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren. Beständig harren. Er möchte dauerhaft, egal in welcher Lebenssituation, wie es ihm ergeht, in welchem Alter, er möchte in seinem gesamten Leben Gott vertrauen. Das ist unser Wunsch, auch mein Wunsch für mein Leben und sicherlich auch für euer Leben. Nicht nur in der Jugend, nicht nur im Alter, nicht nur dazwischen, Gott zu vertrauen, auf ihn zu harren, mit ihm zu leben, sondern beständig. Dass unser Leben gezeichnet ist, gekennzeichnet ist auch von Beständigkeit im Vertrauen auf Gott. In jeder Situation des Lebens Gott dienen, Gott vertrauen, mit Gott leben. Und hier dieser Psalm, und das wird jetzt auch ein bisschen der Schwerpunkt werden, der blickt voraus in die Zeit des Alters, wenn die Kräfte schwinden. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in unseren Gemeinden oder auch in unserem Christleben manchmal zu wenig betont wird. Also es wird ein großer Schwerpunkt auf die Jugend gelegt, was auch richtig ist. Man sagt, die Jugendzeit ist entscheidend, da werden die Weichen gestellt. Und die Jugend, die steht doch in der Gefahr, in der heutigen Zeit verführt zu werden, steht unter so vielen Einflüssen und Versuchungen. Wir wissen um den jugendlichen Leichtsinn, die sexuellen Versuchungen, die es gibt. Als Jugendlicher, da ist man noch so ungefestigt, so hin und her wankend, hat noch wenig Erfahrung. Man wird gelockt, vielleicht auch von Karriere, vom großen Geld machen, Einfluss nehmen können und dergleichen. Und dementsprechend gibt es viele Angebote, ob das Freizeiten sind, die speziell an Jugendliche oder junge Menschen gerichtet sind. Es gibt auch hier in der Gemeinde Sonntagsschularbeit, Jugendarbeit. Es gibt Jüngerschaften, wo man sich oft jemand Jüngeren zur Seite nimmt und ihn anleitet, ihn an die Hand nimmt. Es gibt extra Programme, Apps, die programmiert worden sind für Jugendliche, um diese zu erreichen. Bücher, die bewusst geschrieben sind an die Zielgruppe der Teens. Es gibt Teenkreise. Es gibt so vieles, was sich an die Jugendlichen richtet. Und das ist ganz wichtig, weil das eben tatsächlich eine entscheidende Zeit ist. Aber ich denke, wir vernachlässigen oft dabei die Zeit des Alters. Und David macht das hier deutlich. Er blickt voraus, wenn er alt wird, und sagt, Gott, verlass mich nicht, verwirf mich nicht, bleib bei mir, hilf mir, wenn meine Kraft weniger wird. Und ich denke, und das ist heute meine Botschaft, auch die Realität, die wir tatsächlich erleben und auch die Realität, die die Bibel uns schildert, ist oft eine andere, wie wir sie selber vielleicht waren oder wie wir denken, ist, wie es sein soll oder wie es wäre. Die Bibel zeichnet ein anderes Bild. Es ist nicht immer oder zwangsläufig die Jugendzeit, die herausfordernd ist, sondern die Zeit des Alters ist nicht minder herausfordernd. Und das sehen wir ganz besonders auch am Leben von David selbst. Wir denken manchmal, ja, das Altwerden, das ist wie so ein Selbstläufer, das kommt von ganz alleine und wenn ich 20 Jahre mit Gott gelebt habe, dann werde ich auch die letzten 30, 40, 50 Jahre noch schaffen. Es wird eher besser als schlechter, das klappt schon irgendwie. Aber bei vielen Menschen ist es gerade im Alter, was die Beziehung zu Gott betrifft, dunkler geworden. Es ist schwieriger geworden, hat man Dinge wahrnehmen können, die nicht gut sind. Wir waren am Freitag mit der Jugend in Schoppen und haben uns einen Vortrag angehört vom Wolfgang Bühne und er hat von der ersten Liebe gesprochen, seiner ersten Liebe, die er als Jugendlicher hatte zu Gott und wie schwer das ist, sich diese Liebe auch aufrechtzuerhalten und das, wie bei den Ephesern in den Sendschreiben, diese erste Liebe oft nachlässt. Und so kann es auch mit anderen Dingen gehen, das Bibellesen oder andere Dinge, die wichtig sind als Christ, dass es uns im Alter nicht einfacher wird, sondern vielleicht sogar schwerer fällt. Und fast schon prophetisch auch auf sein eigenes Leben ruft David aus hier, er fleht zu Gott zum Himmel, er sagt, verwirf mich nicht, wenn ich alt werde, in den Tagen meines Alters. Und in Vers 18 wiederholt er das nochmal, so ähnlich, er sagt, und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum, verlass mich nicht, o Gott, bis ich deinen Arm dem künftigen Geschlecht verkünde, allen, die kommen werden, deine Macht. David blickt auf seinen letzten Lebensabschnitt voraus und er sagt, Gott, verlass mich nicht, hilf mir.
Er weiß, das ist kein Selbstläufer, sondern er braucht Gottes Gnade umso mehr. Und tatsächlich, obwohl David ein sehr großes Vorbild ist und wir sehr viel von ihm lernen können, sehen wir, wenn wir sein Leben betrachten in der Bibel, dass die Qualität seiner Beziehung zu Gott im Alter nicht unbedingt besser wird, sondern dass sich die Fehler seines Lebens dann einschleichen, als er alt wird. Wir wissen, dass Salomo 20 Jahre alt war, als er König wurde. Salomo war der Sohn von David. Und David selber wurde 70 Jahre alt. Er regierte 40 Jahre und wurde mit 30 König. Dementsprechend ist er 70 Jahre alt geworden und sein Sohn war 20, als David gestorben ist. Wir wissen aus der Bibel, wie Salomo geboren wurde. Nämlich, alles fing an mit diesem Ehebruch. Das Kind stirbt und zum Trost seiner Frau bekommen sie dann das nächste Kind in zeitlich direkter Reihenfolge. Und so dürfen wir ableiten und rechnen, dass David beim Ehebruch mit Bathseba 50 Jahre alt gewesen ist. Vielleicht haben wir so einen jungen David im Kopf, aber er war 50 Jahre alt. 70% seines Lebens waren bereits vorbei. Er war nach damaliger Zeit schon ein älterer Mann, als ihm diese große Sünde in sein Leben hereinkommt. Und ein Kommentarschreiber, der sagte, wir sehen von nun an in dieser Situation mit Bathseba, wir sehen von nun an bis zum Ende des Lebens Davids, dass sein Leben nach der Sünde mit Bathseba nie mehr so wurde wie früher. David ist ein Held, David ist ein Vorbild, aber besonders vorbildlich waren sicherlich seine ersten 50 Jahre. Was danach kommt, das ist eher eine Abwärtsfahrt. Er wurde zum Ehebrecher, zum Mörder, auch zum Lügner. Dann bekommt er Kinder und wir sehen, dass er sehr zögerlich ist, was die Erziehung betrifft. Sein Sohn Amnon begeht eine Schandtat, aber David hat vielleicht nicht den Mut oder die Kraft oder den Sinn dafür, entschieden einzutreten, seine Kinder zu maßregeln, an die Hand zu nehmen, zu begleiten, zu führen, zu erziehen. Amnon begeht diese Schandtat und er kommt damit ungescholten davon. David ist inkonsequent und deswegen mischt sich sein anderer Sohn, der Absalom, ein und tötet seinen Bruder. Und auch da wird die Sache nicht richtig bereinigt. Absalom flieht, sie sehen sich 7 Jahre lang nicht, also es vergehen nochmal Zeiten und Tage. Absalom kommt zurück und die Sache wird auch nicht richtig geklärt, aber irgendwie unter den Teppich gekehrt. Sie sehen sich erst nicht und dann später dann doch. David ist irgendwie voller Trauer, voller Kummer, aber richtig geklärt wird die Situation nicht. Und dann kommt es tatsächlich zum Aufstand seines Sohnes Absalom. Und Absalom, dem er irgendwie so halbherzig begnadigt hat, der begehrt jetzt quasi gegen seinen Vater David und möchte ihn sogar töten. David muss vor Absalom fliehen und ganz am Ende kostet dieser Konflikt in der Familie 20.000 Israeliten das Leben. Und das Volk trauert, es ist traurig, weil so viele Menschen sterben. Sie freuen sich aber auch über den Sieg. Aber David trauert um seinen Sohn Absalom, mehr als um alle anderen. Und er muss korrigiert werden von Joab und der sagt ihm, was trauerst du um diesen bösen Sohn? Der hat 20.000 Menschen das Leben gekostet. David hat falsche Prioritäten, sieht die Dinge nicht mehr so klar, wie er sie als junger Kerl gesehen hat. Und wir lesen in 2. Samuel 23 sein Abschiedswort. Er wird immer älter zu dieser Begebenheit hier mit Absalom. Da geht er auf die 60 zu und ihm bleiben noch ungefähr 10, 12, 13 Jahre bis zu seinem Tod. Und es vergeht wieder etwas Zeit. Und in Vers 23 von 2. Samuel, da richtet er dann sehr schöne Abschiedsworte an seinen Sohn, an das Volk, die wir lesen, wovon wir profitieren können. Und eigentlich ist sein Leben, so denken wir doch, zu dem Zeitpunkt nahezu vorbei. Aber die größte Niederlage seines Lebens kommt noch danach. Es gibt noch Kapitel 24 und in einem Fall oder Anfall von Hochmut, von Stolz, kommt David auf die Idee, das Volk zählen zu lassen. Und als Konsequenz gibt es die Pest und 70.000 Menschen sterben in seinem eigenen Volk. Die größte Niederlage seines Lebens war kurz vor seinem Tod mit fast 70 Jahren. Und im Laufe des Lebens Davids, da hat geistlich er an Kraft eingebüßt und auch biologisch, was nur normal ist. In 2. Samuel 21, da lesen wir, da sagen die Soldaten zu David,
Da heißt es, David war ermattet und dann sagen sie zu ihm, du sollst nicht mehr mit uns ausziehen zum Kampf. Er ist verbraucht, er ist schlaff, er ist müde. Wir lesen 1. Könige 1, wie er nicht mehr aus dem Bett rauskommt, wie er ja, gezeichnet ist auch von einem anstrengenden Leben, vieler Kriege, vieler Siege, wie ihm nicht mehr warm wird, wie er müde ist, wie er kraftlos ist. Und das ist irgendwie normal, das gehört oft zum Leben leider dazu. Aber auch geistlich hat David an mancher Stelle eingebüßt. Und wie schön bei David ist es so, dass er aber immer wieder wusste, zu wem er kommen kann, bei wem er wieder Vergebung findet, bei wem er Zuflucht nehmen kann, wie auch in diesem Psalm hier. Gott ist seine Zuflucht. Auch wenn nicht nur andere sich gegen ihn verschwören, sondern auch bei eigenem Versagen. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, David, im Laufe des Lebens ist es eher schlechter geworden als besser. Vorbildlicher ist er sicherlich in seiner Jugendzeit gewesen oder als junger König. Aber kann man das jetzt so ableiten? Ist das nicht eine Ausnahme? Dürfen wir daraus Rückschlüsse ziehen? Aber wenn wir uns die übrigen Personen der Bibel anschauen und auch die übrigen Könige in der Königszeit, dann sehen wir, dass sich dieses Bild fortlaufend durchzieht. Wir denken oft, ja, die Jugend, das Jugendalter, das ist die Zeit, wo die Menschen falsche Wege einschlagen, wo die Menschen fallen. Aber die Bibel zeichnet ein anderes Bild. Das Volk Israel, das Nord- und Südreich, hatte 42 Könige und nur bei 10 Königen heißt es, sie taten, was recht war in den Augen Gottes. Nur 10 von 42 Könige waren gottesfürchtige Könige. Und von diesen 10 vollenden nur 3 gut. 7 werden im Alter fallen. Wir lesen von David. Was ist mit seinem Sohn Salomo? In 1. Könige 11, Vers 1 heißt es, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Als er alt wurde, nicht in jungen Jahren. Asa, der gottesfürchtige König, im 36. Jahr seiner Regierung verbitterte er. Er vertraute nicht mehr Gott, er wurde zornig auf Gott im Alter, kurz vor seinem Tod. Frieda hat vor vielen Jahren mal eine Predigt gehalten über Asa, hat er ihn so motzig im Rollstuhl gemalt, wie er nach oben schreit und sauer auf Gott ist, im Alter. Joas, kurz vor seinem Tod, als er 50 Jahre alt war, fiel er ab und er tötete sogar den Sekaja, den Priester, den Sohn von Jojada, der ihn ein Leben lang an die Hand genommen hat. Eine böse, abscheuliche Tat, kurz vor seinem Tod. Joas, ein zunächst gottesfürchtiger König. Amasia hatte einen sehr guten Start, aber ein schlechtes Ende. Er brachte von einer Schlacht Götter mit und verneigte sich vor ihnen und als Konsequenz kurz darauf stirbt er. Usia, er hat gut angefangen, ein treuer König nach dem Herzen Gottes. Er tat, was recht war in den Augen Gottes, aber im Alter wurde er hochmütig. Gott strafte ihn mit Aussatz. Und er verbrachte die letzten Jahre seines Lebens im Krankenhaus und sein Sohn musste schon für ihn regieren. Und Hiskia, vielleicht der gottesfürchtigste König, den wir haben, der sehr, sehr gut wegkommt in der Bibel. Und Gott sagt ihm dann, dass sein Leben zu Ende geht, aber er trauert darüber und er bittet, er fleht sich nochmal 15 Jahre. Aber diese 15 Jahre, das sind keine guten Jahre. Gott macht ihn wieder gesund. Aber sein Herz erhebt sich, er zeigt all die Schätze, seine Reichtümer plötzlich den Feinden, er lädt sie ein und zeigt ihnen, wie toll und wie groß er ist. In diesen 15 Jahren kommt auch Manasse auf die Welt, der nachher das ganze Volk in den Götzendienst führen wird und auch für die Wegführung nach Babel verantwortlich ist. Und die letzten 15 Jahre waren keine Glanzjahre im Leben von Hiskia. Und so könnten wir noch andere Personen aus der Bibel nehmen, ob es Eli war, der Richter, der im Alter dick und gemütlich wurde, blind, was oft oder schlecht nur noch sehen konnte, was auch oft ein Bild dafür ist, dass man auch geistlich nicht mehr so unterscheiden kann. Oder wir lesen von Isaak, dem war Wildbret wichtiger, als irgendwie Vorbild in der Familie zu sein. Da drehte sich alles nur noch ums Essen, hatte sein Lieblingskind und so weiter. Gideon hatte einen guten Start, aber ein eher trauriges Ende und viele weitere auch. Und genau aus diesem Grund sagt die Bibel, was diese Menschen betrifft, die ja auch Vorbilder für uns sind, auch viele, viele gute Seiten hatten in ihrem Leben,
Da sagt die Bibel in Hebräer 13, Vers 7, ahmt ihren Glauben nach, aber wie geht's weiter? Den Ausgang ihres Wandelns anschaut. Schaut nicht so sehr auf den Anfang, auf das Ende, auf den Ausgang ihres Wandelns. Hier in diesem Buch, ich glaube, der Joey hat es kürzlich durchgelesen, zielstrebig, da heißt es auch hinten drauf, nur einer von 10, die als junge Männer im Dienst für den Herrn angefangen haben, sind im Alter von 65 Jahren noch auf Kurs. Und darum geht es in diesem Buch, das Abfallen, dass man nicht am Ziel ankommt oder schlecht am Ziel ankommt. Und er vergleicht das Leben nicht mit einem Sprint, sondern mit einem Marathon, mit einem Dauerlauf. Ich möchte kurz was vorlesen. Du siehst, Ausdauer unterscheidet Männer von Jungs. Ausdauer entscheidet darüber, ob ein Mann stark abschließt. Und Ausdauer ist die Frucht eines gottesfürchtigen Charakters. Das Leben als Christ ist kein 100-Meter-Sprint, es ist ein Marathon. Es ist ein Langstreckenlauf. Und Langstreckenläufe erfordern keine Geschwindigkeit, sie erfordern Schneid, Entschlossenheit und die Kraft, es zu Ende zu bringen. In der Schrift heißt es, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. Nicht mit Geschwindigkeit, sondern mit Ausdauer laufen, diesen Langstreckenlauf. Es geht nicht so sehr darum, wie wir anfangen, sondern wie wir vollenden. Und Paulus, er konnte das schreiben in seinen Briefen, ich habe am Ende des Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Das sagt er über sein Leben kurz bevor er hingerichtet wird. Johannes der Täufer, Jesus selber sagt über ihn, als Johannes seinen Lauf vollendete. Jesus betont nicht so sehr, ja, Johannes, als er damals anfing, sondern er sagt, als er seinen Lauf vollendete. Und Jesus selber ist das beste Beispiel, Hebräer 12, Vers 1, in den folgenden Versen von Hebräer 12, lesen wir Jesus Christus, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und das ist mir so wichtig und ich glaube, deshalb ruft David auch hier in diesem Psalm, verwirf mich nicht im Alter. Gib mir die Kraft, im Ziel anzukommen, dass es dir wohlgefällig ist. Natürlich kommen wir als Christen, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, im Ziel an. Aber wie bei so einem Marathon, wie kommen wir da an? Erhobenen Hauptes oder werden wir von 3 Leuten getragen und soeben über die Ziellinie geschmissen? Und dass es im Alter schwieriger wird, das ist ja nur vernünftig und normal, das macht ja auch hier der Psalm deutlich, wenn die Kräfte schwinden. Man ist oft kränker. Man kann nicht mehr so gut. Man ist kraftlos. Wir wissen auch als junge Menschen den Kampf, den wir haben mit manchen Dingen in dieser Welt, die Versuchungen, die auf uns einströmen. Und da braucht man Kraft, da braucht man Mut. Und was ist, wenn weniger Kraft da ist? Ist man entsprechend anfälliger? Wenn vielleicht die Perspektive nicht mehr da ist. Ah ja, wenn ich das jetzt eine Woche hier durchstehe, dann wird alles wieder gut. Das ist jetzt mal so eine Phase des Lebens. Aber David weiß, im Alter, da schwinden die Kräfte und dann ist das nicht nur so eine Phase, sondern manchmal wird es nicht besser. Salomo schreibt das im Buch Prediger, wie sich im Alter die Knochen verändern, die Organe und auch, dass man auf einmal Angst bekommt bei Höhen. Also auch der Mut lässt nach im Alter. Man wird defensiver, ängstlicher, man wird auch leichter beeinflussbarer. Vielleicht auch vor manchen Dingen, auch Lehren oder anderen Sachen, wo wir nicht mehr so stark und standhaft sein können, wie wir es vielleicht als kraftvoller junger Mann oder als junge Frau noch sind. Auf der Arbeit erlebe ich viele Menschen, die auch kognitiv verändert sind, eine Demenz haben. Wie schwierig ist das, dann noch Versuchungen zu begegnen? Wie schwierig ist es, dann noch gegen manche Dinge anzukämpfen? Wir haben letzte Woche einen Alkoholiker beerdigen müssen. Ja, es ist schwierig im Alter, wenn man nicht mehr weiß, wie viel habe ich denn schon getrunken und dann schleicht sich manchmal sowas ein, dass man plötzlich jeden Tag ein bisschen was getrunken hat und gar nicht merkt, wie man da ein Alkoholproblem aufgebaut hat. Oder auch, wenn wir sagen, als Christen ist es so wichtig, die Bibel zu lesen, manche können nicht mehr, weil die Augen nachgelassen haben.
Und dann hilft es, eine Bibel zu haben, vielleicht mit großen Buchstaben, aber irgendwann geht das vielleicht auch nicht mehr. Dann kann man sich ein Hörbuch anhören oder die Hörbibel. Aber auch das ist nicht mehr jedem möglich. Und dementsprechend wird es natürlich herausfordernder. Und vor allen Dingen, die Bibel betont, dass wir uns gegenseitig stützen sollen. Salomo sagt das auch, wehe dem Einzelnen, wenn er fällt und niemand ist da, der ihn aufrichtet. Aber das Alter bringt oft einsame Stunden mit sich. Und dementsprechend ist es irgendwie auch normal, dass das Alter herausfordernder wird und ganz und gar kein Selbstläufer. William MacDonald schreibt zu diesem Psalm hier, um würdevoll alt zu werden, ist mehr Gnade nötig, als die Natur bieten kann. Das Alter ist eine neue Welt fremdartiger Konflikte und heimlicher Ängste. Die Angst, alleingelassen zu werden, die Angst, seine Lieben eine Last zu werden, die Angst, hilflos und invalide zu werden, die Angst, sich selber nicht mehr im Griff zu haben, die Angst, ausgenutzt zu werden. Diese Ängste sind nicht neu. Der Psalmist denkt hier laut darüber nach, um allen Mut zu machen, die im Herbst ihres Lebens stehen. Und meine Botschaft ist heute Morgen, das Alter, die Zeit des Alters ist immens wichtig. Ja, die Weichen werden gestellt im jungen Alter, aber die Züge entgleisen oft auf späterer Strecke. Ich möchte darauf hinweisen auch, dass manches, was wir denken, betrifft nur die Jugend, in gleicher Weise auch die älteren Geschwister betrifft und vor allen Dingen auch die, die irgendwo dazwischen sind. Wir denken, ja, im jugendlichen Alter, da hat das Geld so eine Auswirkung, so eine Strahlkraft auf uns. Aber wie viele ältere Menschen habe ich schon erlebt, die am Geld hängen, die nicht loslassen können, selbst wenn sie auf der allerletzten Wegstrecke sind. 90-Jährige, die noch täglich ihren Online-Banking-Account gucken mussten, wo es wieder technische Probleme gab und ich helfen musste, damit sie auch genau wissen, wie viel Cent auf dem Konto sind, die irgendwie daran hingen, wo man merkte, das Herz hing daran. Und wehe, eine Rechnung, die wir mal in Rechnung stellen, ist irgendwie falsch oder entspricht nicht den Dingen, wie sie selber es vermuten oder für richtig halten. Das Thema der Sexualität, wir denken, das ist so ein Thema der Jugend. Das ist es nicht, auch im Alter. Und wenn ihr euren Eltern einen Internet-Account einrichtet oder sonst was, dann schützt das. Sorgt dafür vor, dass sie nicht in Versuchung kommen. Ich habe schon Leute bei Dingen erwischt, die weit über 90 Jahre alt waren, wo wir denken, das ist doch eigentlich nur ein Problem der Jugend. Das ist es nicht, ganz im Gegenteil. Thema Alkohol, habe ich schon gesagt, auch das ist ein Thema, nicht nur der Jugend, sondern auch des Alters und auch Hochmut. Jeder von euch, der mit älteren Menschen zu tun hat oder vielleicht auch den eigenen Eltern schon mal was sagen musste, auf Dinge hinweisen, der weiß, wie schwer es manchmal ist, Korrektur vorzunehmen. Weil man im Alter doch oft denkt, dass man es selber besser weiß. Das betrifft längst nicht jeden und das ist so schön, dass es immer wieder ganz viele andere Beispiele gibt. Aber das ist schon ein Problem, was wir haben. Das sind nicht nur Dinge, die unsere Jugendzeit betreffen, sondern auch im Alter wichtig sind und herausfordernd sind. Warum erzähle ich das? Ich möchte einfach unseren Fokus darauf lenken. Das Alter ist eine entscheidende Zeit, eine ganz entscheidende Zeit. Und wir haben oft eine völlig falsche Sicht und ich glaube auch unsere älteren Geschwister haben schon mal eine falsche Sicht. Ich werde häufig gefragt, wenn ich mit älteren, auch gläubigen Menschen zu tun habe, auch im Altenheim, ja, was mache ich denn eigentlich noch hier? Was soll das Ganze denn eigentlich noch? Was kann ich denn noch bewirken? Es ist doch alles irgendwie so sinnlos. Aber meine Botschaft heute ist nicht nur, das Alter ist eine entscheidende Zeit. Ich würde sogar behaupten, das Alter ist die entscheidendste Zeit unseres Lebens. Die wichtigste. Wo stehen die Menschen bei einem Marathon? Die Zuschauer auf der Startlinie, aber die meisten stehen beim Ziel und gucken, wie wir ins Ziel kommen. Die ganze Welt schaut zu, wie wir unseren Lauf vollenden. Das können Nachbarn sein, das können die Kinder sein, das können die Enkel sein, vielleicht diejenigen, die mit Gott gar nichts mehr zu tun haben wollen. Das sind Freunde, können vielleicht auch die Ärzte oder die Pfleger sein, mit denen man zu tun hat. Die Gemeinde, die das mitbekommt, die Bekannten, die Verwandten, auch die nächste Generation, die das mitnimmt, die das wahrnimmt. Sie alle schauen zu, wie ältere Geschwister ihren Lauf vollenden. Und es ist so wichtig, wie man im Ziel ankommt.
Wir behaupten als Christen unser Leben lang, das, was wir glauben, ist wahr. Das, was wir glauben, das trägt uns auch im Alter. Das, was wir glauben, das ist eine ewige Hoffnung bei Gott. Und die Menschen um uns herum, die das vielleicht 50, 60, 70 Jahre von uns gehört haben, die stehen an der Zielgeraden und schauen zu, ob das, was wir behauptet haben, auch im Alter wirklich Realität ist. Wenn unser Nachbar, der immer viel um Geld sich gedreht hat, auf einmal merkt im Alter, oh, mein Geld bringt mir ja nichts mehr, dann schaut er rüber, wie ist das denn bei dem Christen? Wie ist sein Altwerden? Wie ist sein ins Ziel kommen? Oder der Sportverrückte, der sein Leben lang immer auf Fitness Wert gelegt hat, viel gelaufen ist und getan hat und plötzlich an den Rollator gefesselt ist oder ans Bett. Wenn er auf einmal sieht, da ist jemand im Alter, der hat eine ganz andere Perspektive. Der hat doch immer was anderes behauptet sein Leben lang. Hält er noch oder greift er noch nach dem, was er früher immer behauptet hat? Oder der Lebemann, der immer alles ausgenutzt und ausgekostet hat, der auf jeder Feier präsent war und immer Leute um sich herum brauchte, auf einmal merkt, im Alter bin ich ganz allein. Wie sehen diese Menschen uns, wenn wir ein Leben lang gesagt haben, wir haben eine ganz andere Hoffnung? Und David sagt hier in dem Psalm Vers 18, verlass mich nicht im Alter, und er begründet es auch, bis ich deinen Arm verkündige dem zukünftigen Geschlecht. Und Vers 17 betont das auch schon, es geht um die Zeugniskraft, die wir haben. David hat das Anliegen, Gott im Alter, wenn seine Kraft nicht mehr da ist, wenn die Kräfte geschwunden sind, dass er gerade dann Zeugnis ist für das, was er ein Leben lang bekannt habe. Es macht einen gewaltigen Unterschied, wie wir die letzte Lebensstrecke in unserem Leben verbringen, wie wir leben. Ich hatte einen Bewohner, einen Christen, wie er sich nannte, den musste ich mal mit ihm sprechen. Und ich habe ihm gesagt, möchten Sie mit jedem Menschen auf dieser Welt unversöhnt sterben? Möchten Sie, Sie werden bald sterben, Sie sind sehr alt, Sie sind mit jedem, den ich kenne, im Clinch. Mit jedem. Sie wollten mich schon verklagen, sie wollten den schon verklagen und ihren Nachbarn haben sie verklagt. Niemand wird sie vermissen, wenn sie so enden. Aber wir haben einen Bewohner gehabt, Senioren, Christen, da haben die Mitarbeiter geweint, als sie nicht mehr da waren. Die wurden so vermisst, ihre freundliche Art, ihr tägliches freundliches Auftreten, ihre Zeugniskraft, die mit 90 Jahren noch gehabt haben. Die haben die nicht-christlichen Mitarbeiter haben die vermisst, haben gesagt, wie schade, dass die nicht mehr da sind. Ich habe einen Senior, der rief mich an und sagt, oh, du hast mich bestohlen und das Geld und so weiter. Musste ich mir oft anhören, wie derjenige ein Problem mit Geld hatte, wo ich ihm auch nicht helfen konnte. Aber vor 2 Wochen kam eine ältere Frau zu mir, die hat ihr Leben lang immer Schulden gehabt, hatte wenig Geld, eine bewegte Vergangenheit auch mit Alkohol und anderem. Und jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben, ihr Mann ist gestorben, hat sie von der Lebensversicherung was ausgezahlt bekommen, hat zum ersten Mal Geld und dann schmeißt sie mir einen Umschlag dahin. Und das erste Mal hat sie Geld und sie gibt es sofort weg. Was ist das schön, was ist das eine Zeugniskraft? Oder manch einer, der im Alter nur noch nörgeln kann, nur noch motzen kann, der immer nur noch alles kritisch sieht, ach das Essen, das war auch wieder total versalzen, jammern und nörgeln. Aber wie schön, wenn man dann solche hat, die dankbar sind. Hatten die Hanni ja bei uns in Lützeln, die immer dankbar war. Die dankbar war, auch wenn es ihr ganz schlecht ging. Und ich möchte sagen, unterschätzt mir das Alter nicht. Gefühlt kann man nicht mehr viel machen. Das ist uns allen klar. Das sagt die Bibel. Das wissen wir auch biologisch. Das können wir aus wissenschaftlicher Sicht ganz leicht begründen. Man kann nicht mehr die Bäume rausreißen, aber Gott sagt, es kommt auf die kleinen Dinge im Leben an. Niemand verachte mir den Tag kleiner Dinge. Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen sein. Und über den sagt der Herr, treu so oder du guter und treuer Knecht, über weniges habe ich dich gesetzt. Es geht nicht um die großen Dinge. Das Lächeln eines älteren Menschen, der von Krankheit gezeichnet ist, der Not hat, der Leid hat und der trotzdem Gott ehrt und dankbar ist, ein Lächeln auf den Lippen hat, ist mehr wert als die 10 besten Predigten der letzten Jahre hier auf der Kanzel.
hat mehr Aussagekraft. Es ist ganz entscheidend und denkt nicht, niemand kriegt das mit. Wir haben Menschen, die liegen nur noch im Bett, die können nicht mehr viel tun. Aber ich könnte hunderte Leute aufzählen, die mitkriegen, wie die ihr Leben vollenden. Die sehen, wie sie die letzte Wegstrecke eingeschlagen sind. Das Alter ist eine ganz entscheidende Zeit. Aber das Jugendalter, und ich gucke nach rechts, ist auch entscheidend. Weil wir schon auch zu Jugendzeiten uns genau auch damit beschäftigen müssen. Das Leben ist endlich. Das Leben hört irgendwann auf. Wie möchte ich mein Leben leben? Woran hänge ich mein Herz? Und das, was wir in der Jugendzeit nicht korrigiert bekommen, was wir nicht in Ordnung kriegen, das kriegen wir im Alter umso weniger hin. Das wird nicht möglich sein. Und auch dann, wenn wir vielleicht schon etwas älter sind, noch so in der Mitte des Lebens und wenn wir denken, ah, vieles ist irgendwie so ein Selbstläufer und irgendwie tagtäglich läuft alles gleich. Gerade das ist auch eine Zeit, wo sich manches einschleichen kann, was uns aus der Bahn oder später aus der Bahn werfen könnte. Und so sehen wir, jedes Alter ist entscheidend. Aber ganz besonders schauen die Menschen auf das Ende. Den Ausgang ihres Glaubens anschauend. Den Ausgang ihres Wandelns anschauend. Und ich möchte Mut machen einfach, dass ihr euch auch dessen bewusst seid, der Jesus gebraucht jeden, auch im hohen Alter. Und es ist so ausschlaggebend, wie wir vollenden. Auch wenn wir nicht mehr viel können, mit dem bisschen, was wir noch können, können wir ganz große Unterschiede setzen. Und wir können ein Zeugnis sein. Ich habe am Freitag noch mit der Ursula Weinbrenner telefoniert. Pure Dankbarkeit am Telefon, obwohl sie es nicht leicht hat. Was ist das, eine Zeugniskraft? Wie kann sie auch dadurch Einfluss nehmen auf die Menschen, mit denen sie zusammen ist, mit denen sie tagtäglich zu tun hat, wenn sie mit anderen Leuten im Heim ist, mit anderen Leuten zu tun hat, die vielleicht ganz anders mit ihrer Not umgehen. Was eine Zeugniskraft. Und deswegen an die Jungen, die Bibel selber sagt das, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen. Schau voraus, wie David das auch getan hat, bevor diese schweren Tage kommen. Im Alter wirst du nicht anfangen, dich Gott hinzugeben. Im Alter wirst du nicht anfangen, ganz neu über Gott nachzudenken. Im Alter wirst du nicht von heute auf morgen sagen, ja, jetzt ändere ich mein Leben, sondern das tun wir als junge Menschen. Und die Älteren, wir sind uns hoffentlich bewusst, wie abhängig wir sind. Es ist überhaupt kein Selbstläufer, sondern wir brauchen Gott mehr denn je. Aber Gott ist gnädig und er hilft uns. Und er lässt manche Not zu. Warum? Weil er sich auch im Alter noch in uns verherrlichen möchte. Und auch an uns alle gerichtet. Lasst uns nicht nur unseren Fokus auf die jungen Leute legen oder auf andere, sondern auch ganz bewusst auf die älteren Geschwister. Vielleicht brauchen sie uns sogar am allermeisten. Wir werden demnächst den Freundesbrief verschicken in Lützen, da gibt es eine Andacht und da geht es um Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist dieser. Und jetzt würden wir denken, ja, was ist Gottesdienst? Was redet die Bibel vom Gottesdienst? Dann geht es doch bestimmt um die Predigt oder geht es um die Abendmahlstunde oder da geht es irgendwie um die Sonntagsschule oder sonst was. Und die Bibel sagt, den Waisen und Witwen beizustehen in ihrer Not. Das versteht Gott als Gottesdienst unter anderem. Und wie schön wäre es, wenn wir auch solche sind, die auch die älteren Geschwister nicht aus dem Fokus verlieren, sondern ganz besonders auch für sie beten und an sie denken, für sie da sind, vielleicht auch mal besuchen und sie spüren zu lassen, sie sind nicht alleine, sondern wir stehen an der Zielgeraden und schauen zu, wie sie vollenden zur Verherrlichung Gottes. Ich möchte schließen mit zwei Personen, die ein schönes Beispiel uns gegeben haben für ein starkes Vollenden. In Josua 14, da heißt es über Kaleb, er selber sagt das, in Josua 14, Vers 11, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Kampf, um aus- und einzuziehen. Ist sehr mutig, wie er sich einschätzt. Aber es ist doch gewaltig, wie Gott ihm auch geholfen hat. Und ich glaube, auch wenn es jetzt hier um körperliche Kraft geht, der Übertrag ist, dass wir im Alter genauso geistlich kräftig sind wie im jungen Alter. Und über Mose heißt es, als er starb, 5. Mose 34. Und Mose, Vers 5,
Und der Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Land Moab, Beth Peor gegenüber. Und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Und die Kinder Israel beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Und die Tage des Weinens, der Trauer um Mose wurden vollendet. Da ist es wieder, sein Auge war nicht schwach geworden. Und ich denke, das zeigt auch, dass er auch geistlich noch immer in der Lage war, das Gute vom Falschen zu unterscheiden. Und dass er auch geistlich stark geändert hat. Das ist möglich, unabhängig davon, wie wir körperlich können, was Gott uns zumutet, auch an körperlichen Herausforderungen. Es besteht die Möglichkeit, Gott im Alter wie im jungen Alter zu jeder Zeit zu verherrlichen und ihn groß zu machen und Zeugnis zu sein. Und ich glaube, im Alter mehr denn je. Amen.